Cheers. Hello, my friend. Wir brauchen Durstlöscher, Fotzenschleim als neue Sorte. Beste Intro in EU West für ein YouTube-Video. ABC, du hast es geschafft. Willkommen zu... Fantasy 16. Heute geht's in der Story weiter. Und, ja. Wir schauen mal, was uns erwartet. Mein Background habt ihr übrigens aufgeräumt. Ihr werdet nie viel davon haben wahrscheinlich, weil das Spiel ja quasi ein Film ist. Und da blende ich ja meine Kacklarve hoch aus. Einfach. Ja. Diese Grafik. ABC, habt ihr schon gefragt, was ich auf Grafik reibe? Aber bestimmt, du bist ja auch schon ein alter Hase hier im Game. Aber wenn du die Abo kommst, du bist auch wirklich ja so steuerungstechnisch bummst, ey. Durstlöscher, hiermit stelle ich einen Off-Isellen-Antrag auf die Sorte Fotzenschleim. Als Quelle für den Geschmack stellt sich Spartas Frau bereit, Kappa. Eine Banane täglich hält deinen Darm angeblich sauber. Eben erst erfahre ich, dass man die Bananen essen soll. Dies war ein Spaß. Ey, ich hab echt so abgeranzten Scheißtag heute gehabt. Wirklich, ohne Witzrich. Aber nicht zu nah, Torger. Das würde mir echt gerade sehr viel abdeckig machen und sehr viel besser zum Ausdruck. Von einem Bordell in Nordstadt habe ich schon gehört. Das freut mich, dass ihr heute mal von meine gute Laune zu posten. Und hier umgedreht wie sonst so. Ich hoffe, Sparta sieht das Video nicht. So, ich habe es Sparta mal geschickt mit Abschboy XD. Oh Gott, los, ey, echt, haut er das Ding einfach raus. Oh, jetzt geht's los. Ein Reim auf Grafik ist barfig. Habt ihr einen Moment? Nee, ein Antwort. Glaubst du, dass du dir so viel Zeit mit mir leisten kannst? Oh! Träger? Eine Prostituierte? Nice. Nein, meiner. Wenn ich es mir recht überlege, riechst du nicht wie ein Träger. Dieser Duft. Otto wusste schon immer, wie man mich verwöhnt. Ganz im Gegensatz zu Sid. Denkst du, du kannst mich verwöhnen? Clive? Oh, Fiona fühlt das. Ihr seid Madame. Ich dachte, die Trollen, ne? Lassen wir solche das ist wirklich unpersönliche Anredeformen meinen gewöhnlichen Kunden. Für dich bin ich Isabel. Otto hat mir versichert, ich kann dir vertrauen. Das kann ich doch, oder? Natürlich könnt ihr das, aber warum solltet ihr... Dir helfen? Weil wir das nun mal tun. Vor langer Zeit war Sid der Einzige, der mir eine rettende Hand reichte. Ja, bummst du mir. Das habe ich niemals vergessen. Naja, muss man sehen, ob die mich will oder nicht. Wäre ich heute nicht, wer ich bin. Der hat heftige Hupen. Sehe ich zu, ebenfalls zu helfen, wenn ich es kann. Und so sind wir zwar hier. Falls ihr denkt, keine Kommentare kommen, aber ich muss das ausblenden. An der letzten großen Hürde. Zwischen dir und dem, was auch immer du in der Hauptstadt suchen magst.
Ich bezweifle stark, dass ein Träger unversehrt an den Grenzwachen vorbeikommt. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, er ist in Begleitung seiner Besitzerin. Ja, so wird es bestimmt gehen. Doch... Liebeswissen, ey. Im Gegenzug will ich auch etwas von dir. Oh, die geht, halt. Die geht rein. Was? Also wir hoffen natürlich, dass sie von uns nur das Beste will jetzt. Ja. Warte, bleib hier, ich komme. Moment, was habt ihr vor? Na. Wir wollen doch nicht, dass jemand sieht, wie mein Eigentum rebelliert, oder? Dieses Brandmal macht mich zu niemandes Eigentum. Auch wenn ich es nicht verstecken kann. Bisher hat dieses Brandmal nichts getan, als dich auszubeuten. Doch heute gibt es dir zum ersten Mal etwas, das du willst. Spiel einfach mit. Madame, schon zurück zum Schleier? Aber natürlich. Schließlich muss ich mich auf deinen Besuch vorbereiten. Und wer ist das da? Meine neue Leibwache. Bei all den Valutern ist das Reisen für eine Frau viel zu gefährlich. Beneidenswerter Kerl. Du weißt ja, wo du deinen Neid befriedigen kannst. Wir sehen uns des Nachts. Gibt's das Game schon einen Newton? Was? Ich brauche für meinen Opa? Ey, wie sieht du geiler Typ, Alter. Bist also ein dreckiger Träger. Hast Glück, dass du Madame gehörst. Geh mir aus den Augen, du Hund. Schnauze. Für die würde ich mich mit dir sogar anlegen. Sicher. Nennt der mich einfach Hund, ne? Das lief doch gar nicht so schlecht. Findet ihr, ja? Und wenn die mich erkannt hätten? Haben sie aber nicht. Und selbst wenn doch, hätten sie nichts unternommen. Die Männer vom Grenzposten zählen zu meinen besten Stammkunden. Wir haben eine Übereinkunft. Genau wie du und ich. Also, folge mir jetzt bitte. Wir reden im Schleier weiter. Sieht nicht so aus, als hätte ich eine andere Wahl. Warte, ich komme. Ja. Ich hab dich lange nicht im Schlaf. Die ersten paar Minuten gehen schnell, aber dann zur zweiten Runde nehme ich mit. Oh, wer ist das? Wenn jemand nach ihren Diensten verlangt, sagst du, dass sie erkältet ist. Madame, ihr seht prächtig aus. Danke, du auch, Liebes. Sollen wir euch ein Bad einlassen, Madame? Das wird nicht nötig sein. Clive, mein Liebster, willkommen im Schleier. Aber wenn du bedenkst, ne, die waren richtig was wert damals, die Kurdisanen. Die waren richtig... Ich weiß nicht, was. Also. So, Chat-Einblendung. Ich weiß, welchen Manus du zuletzt geleckt hast. Alter, ja, so blendest du aus wie Barbie von hinten. Stammkunden, da wird der Pilzstamm geschossen und fragt nicht, wie. Wann hat die Wand steht. Dank euch konnte ich passieren, Milady. Ich stehe in eurer Schuld. Das war ja auch Sinn der Sache, oder nicht? Und für dich bin ich Isabel. Was hat dich nur so verklemmt werden lassen? Mit Sicherheit nicht Sitzeinfluss.
Wisst ihr? Und Kleid ist verklemmter Scheißstricher. Was soll ich für euch tun? Sagt selbst ich unsere Edelbrote. Die anderen nicht warten lassen. Sid und das Mädchen sind noch nicht hier. Meine Leute bringen sie getrennt hierher. Otto hat mich gebeten, ihnen auch zu helfen. Doch zurück zu deiner Frage. Du sollst jemanden für mich finden. Eins meiner Mädchen. Ja, Tatjana beste Mission bis jetzt im vermisst. Sie hat keine Nachricht hinterlassen. Und ich fürchte um ihr Wohl. Ich suche bereits mein ganzes Leben nach Menschen. Ja. Bisher nicht gerade erfolgreich. Die will Loch geben und zwar nicht nach Club, sondern auf Toilette. Ach, und nimm das. Mundbrosche von Isabella halten. Siegel. Ein Zeichen meines Vertrauens. Okay. Ich hoffe, das wird reichen, um allzu neugierige Blicke von deinen rosigen Wangen abzulenken. Nein! So, ich habe nun etwas im eisernen Fass zu erledigen. Wenn du Neuigkeiten hast, findest du mich dort. Aber die war richtig, ne? Die war schon... Boah. Am besten höre ich mich hier zuerst um. Ermix testet. Wie redet man mit Mädchen? Ja, da gibt's ein Video von mir. Wie redet man mit Mädchen tatsächlich? Hab so einen Test gemacht, ABC. Eisernes Fass klingt wie ein SM-Club in Düsseldorf. Okay. Also ABC und Johnson heute im Tech-Team hier echt Gold wert wieder. Ich bin groß, ich bin stark. Du bist zart. Hat die einen Laserschwert? Also zieht euch rein, sie hat einen Laserschwert. Hier übrigens, Jona, ich habe gegen Viecher mit Laserschwertern gekämpft, ohne Scheiße. Ja, die sieht aus wie Barbie bzw. Barbies Mutter. Okay. Ah, die könnte Barbies Mutter sein. Die guckt bloß so stringent. Obwohl, jetzt lächelt sie vielleicht ein bisschen. Ich sehe Madames Brosche, ein Vertrauter. Ich soll für Madame nach Tatjana suchen. Was kannst du mir über sie sagen? Sie wird immer noch vermisst? Oh, hätte ich ihr doch besser zugehört. Ich habe genug Barbie-Filme gesehen. Vor ihrem Verschwinden? Wer weiß ICH das? Tag zuvor. Sie hat laut geweint. Sie hat ihren Kamm gesucht. Ein Geschenk von Madame. Kein teurer, aber für sie war er von unschätzbarem Wert. Tatjana war eine Weise. Madame ist wie eine Mutter für sie. Wie für uns alle. Deshalb also die Tränen. Und ich habe sie nicht getröstet. Aber vielleicht jemand anderes. Tatjens Schlafgenossin. Vielleicht ist ihr etwas aufgefallen. Sie sitzt dort drüben am Teich. Rap-on-Schlafgenossin. Hoffentlich weiß Tatjens Schlafgenossin mehr. Es gibt in Düsseldorf eine Kneipe, die heißt Zum Goldenen Fass. Hast du jetzt echt gegoogelt, ABC? Ah, das ist nicht Barbies Mutter, das ist für Barbies Tante, oder? So. Wir haben keinen Hosenstall. Die haben 1000 Biker abgefüllt und jetzt Goldcamo. So. Wollen wir uns noch länger tief in die Augen schauen, Baby? Problem ist nur, ich habe keinen Hosenstall. Verdammte Axt. Warum trage ich eine Hose ohne Hosenstall? Ich bin mir noch unsicher. Aber das ist doch kein Problem. Du kannst mich doch auch mit zum Hosenstall lieben. Bring einfach die Nähte deiner Hose mit einem Riesengött. Entgib es mir. Ah, du bist doch Madames neue Leibwache, habe ich recht? Musst du etwa Botengänge für sie erledigen? Ah ja, vom Aussehen her, hey. Dann bist du ja schon ausgelaugt, bevor deine Schicht heute Nacht beginnt. Ich
Ich habe gehört, du teilst dir ein Zimmer mit Tatjen. Hat sie dir irgendwas gesagt, bevor sie verschwunden ist? Nur, dass sie jemanden treffen müsse. Sie hat keinen Namen genannt. Aber ich weiß trotzdem, wen. Wen denn? Der vom Grenzposten. Kleiner Widerling. Hat jeden Gil für Tatjen ausgegeben und sich ständig mit ihren anderen Feiern angelegt. Er klebt ihr ständig am Rock. Mit Ermix Scheiß auf eigene Airline. Ich gefallen. Gründe ein eigenes Bordell und nenne es Verkehrszentral Daddy. Voll unpraktisch beim Pissen. Stell mal vor, du musst so fett pissen und bekommst Hosen nett aus. Alter, das ist richtig mies. Und Johnson will ein eigenes Produkt. Da unten nennt er es Verkehrszentrale. Alter, das ist Firefight Move. Bist du auf den jetzt selber gekommen gerade? Das ist ja geil. Ein Bordell namens Verkehrszentrale. Das ist das absolute Ding, Mann. Die Idee hätte gerne von mir sein können. Kompendium, warte mal, kommen wir jetzt ein. So. Eine Verbündete sitzt und die Inhaberin des Schleiers. Des verruchtesten Etablissements. Öffentlicher Nahverkehr. In ganz Nordstedt. Isabel wird vielerorts für ihre natürliche Schönheit und mühelose Eleganz bewundert. Qualitäten, die ihren Namen Madame einbrachten. Der Schleier. Es gibt kaum ein Etablissement im Kaiserreich, das beliebter ist oder mehr Zulauf hat. Weil mir fällt gerade auf, ich benutze das Kompendium nie, um was zu lesen. Na, kaum geht es um das eine. Aber, da sieht man wieder, auch selbst in dem Final Fantasy funktioniert das Sex Sales. Der Schlauer ist Nordstedts führendes Haus für alle, die auf der Suche nach Gesellschaft sind. Der Großteil der Besucher setzt sich aus Sandrecht, Adligen und Soldaten zusammen. Doch Madame Isabelle heißt alle zahlungswilligen Gäste willkommen, denen es nach den Freuden gelistet, die ihr fachkundigen Kurtisanen zu bieten haben. Sie wollte es Madame sagen. Aber die war so stolz auf Tatjen für die hohen Einnahmen. Also hat sie nichts gesagt. Hast du den Mann schon mal gesehen? Ah, Jonas, ist jetzt bei mir 33. Monat, war es letztes Mal natürlich. Bei dir. Hat er oft genug versucht, bei uns einzusteigen. Er hat eine Narbe über dem Auge. Angeblich eine Kriegswunde. Danke, das hilft mir weiter. Lass ihn nicht entwischen. Finde ihn, dann findest du auch sie. Ein Mann vom Grenzposten. Dann sollte ich mich an der Garnison umsehen. Bro, was geht? Für dich, Großer. Brauchst du noch eine nette Erinnerung, wenn du in den Kampf ziehst? Die werde ich dringender brauchen als die Gill in meinem Beutel. Geh weg, guck dir den Typ mal an hier. Glatt geschniedelter Stricher. Weg! Wie war's mit mir? Ha? Ich brauch auch Erinnerung, ich brauch schöne Erinnerung. Nämlich die auch im Krieg und Valestia will dann neue König werden. Ja, meine Königin. Mit euch? Ihr schweigt euch an? Ah ja, die glänzt mit ihrer Hüfte. Oh. Aber wenn die Smile-Up macht, Entschuldigung, warte mal. Da, mit dem Schwert. Ich muss jetzt langsam zurück. Ich sollte auch wieder in die Schenke, bevor es richtig voll wird. Was habt ihr jetzt schon da? Ach, und
Das war's für heute. Ein Papierchen und dann in den Schleier? Ich werfe den Schleier und dann ein paar Bierchen. Oh, dafür war ich auch. Aber da den Brä-Alkohol nicht so gut bekommt, bin ich eher nur für den Schleier. Ich brauche keinen Alkohol. Lasst mich nur in den Schleier rein. Lasst mich in den Schleier rein. Und ihr könnt das Bier allein trinken. Lalalalalala. Ich bin der Geistesprecher von Malisté. Gehört, du hast beim Würfeln gewonnen. Ah, Spaß ist, wenn man trotzdem lacht, ey. Auch wenn es traurig ist eigentlich. Verdammt traurig. Auf Kosten eines anderen macht's doppelt Spaß. Ich suche einen Mann mit einer Narbe überm Auge. Zum Vögeln oder was? Sieht das hier aus wie ein Bordell, Träger? Verpiss dich! Still, du Esel! Siehst du nicht die Brosche? Ein Wort von dem reicht und der Schleier ist für uns gestorben. Es gibt nur einen Soldaten mit so einer Narbe bei uns. Sein Name ist Yannick. Ich habe ihn aber eine Weile nicht gesehen. Ja, er meinte, er will nach Mur. Er ist vor ein paar Tagen aufgebrochen. Er wollte dort wohl einen Händler treffen. Madame dankt euch. Mur ist das letzte Dorf vor Oriflam. Ich sag besser Isabel Bescheid. Ich komme, meine Göttin. Ich eile. Nimm mich mit in den Schleier. Wie ich sehe, trägst du ihre Brosche. Ich? Ich bin nur ein namenloser Barde, der die Herzen der guten Leute hier in wärmende Lieder hüllt, wenn die Muse mich den Stoff dafür weben lässt. Du bist sauer, Flunker. Fieber. Alter, wo kriecht XRP denn rum? Clive, XRP kriecht wieder Richtung Stablecoin. Abzuwarten. Hätte Tatjen mir das doch gesagt. Dieser Yannick. Die Soldaten meinten, dass er ein Moor sein könnte. Angeblich wollte er dorthin, um einen Händler zu treffen. Fragt sich, warum er nicht zurückgekommen ist. Und deshalb willst du vermutlich nach Mur, um das herauszufinden. Soll ich das etwa nicht? Doch, natürlich. Ich sorge mich allerdings, was dich dort erwarten könnte. Die Menschen in Mur sind recht engstirnig. Auf Träger sind sie nicht gut zu sprechen. Solltest du ihnen auffallen, werden sie dich ohne Zögern ausliefern. Doch mir ist dort jemand einen Gefallen schuldig. Mehr als nur einen. Sein Name ist Bertrand. Er arbeitet bei den Ställen. Sag ihm, ich schicke dich. Gut, ich komme so schnell wie möglich zurück. Wo ist denn der Brille? Die Madame? Hä? Aber die ist doch... Die Isabelle ist doch Madame, oder? Zum eisernen Fass? Okay. Wie geht's? Dieser Markt ist ein regelrechter Misthaufen. Alles voller Ungeziefer. Oh, wem sagst du das? Der Gestank hier ist eine Beleidigung für meine feine Nase. Was ist das für ein Geruch? Max hat geschissen. In Nordstedt magst du ja unter Madames Schutz stehen. Aber einen Schritt nach draußen und du bist ein vogelfreier Träger. An deiner Stelle würde ich aufpassen. Pass du auf, du Strichhaser, dann kriegst du meinen Schwab. In deinen Rachen gerammt, du Scheiße, du elendes Ding. Also weitläufig sind die Gebiete schon, ne? Oriflam, wie viele Träger schuften, um deine Kornspeicher zu füllen?
Was mir an Clive so gefällt, der hat übelst die Schnauze voll, genauso wie ich. Nicer Typ. Sehr hohes Identifikationspotenzial. Was für ein Wort sagt, dass man 10 mal hintereinander. Genug für heute. Ich würde auch gerne mal deinen Kornspeicher füllen. Füll meinen XVP-Speicher, das reicht zu. Damit ich irgendwen abhauen kann. Weit, weit weg. Hopp, hopp! Zurück in eure Zwinger! Ich brauche euch noch für die Ernte morgen! Twelve Years a Slave. Hier wird der Film gelebt. Oh, hier gerade eine Mücke? Da fliegen Insekten rum. Schade. Ich würde da gerne mal zeigen, was ich so drauf habe, wenn ich da. Genug getrödelt, ihr beiden. Alter. Zwinger, auf sowas steht ABC doch. Da müssen sich manche auf Arbeit fühlen. Ne? Durch die Knechte. Guckt mal genau hin. Was denkt ihr, wenn ihr das seht? Ihr Schmarotzer, die Arbeit erledigt sich nicht von allein. Die Soundkulisse, die fängt das auch so richtig mies ein. ABC, ich gebe dir einen guten Tipp, ist die Frau auch noch so lieb. Handbetrieb bleibt Handbetrieb. Kein Wunder, dass ich mit meiner Einheit. Gönnt auch, feiner Junge. Wenn man hier Träger so verabscheut, wie Isabel sagt. ABC, wie stehst du dazu, wenn die Dame keinen Hintern gibt? Bist du Bertrand? Madame schickt mich. Habe ich mir schon gedacht. Ich höre schließlich nur was von ihr, wenn sie was braucht. Na sag schon, worum geht's? Eine ihrer Kurtisanen wird vermisst. Und ich soll sie finden. Ein Soldat, der vielleicht weiß, wo sie ist, soll sich hier in Moor mit einem Händler getroffen haben. Bei uns machen Dutzende Händler auf dem Weg in die Hauptstadt Rast. Aber einer von ihnen hatte vor kurzem Streit mit einem Soldaten. Ist er noch hier? Der Händler? Oh ja, der sture Bock hat den Soldaten einfach schreien lassen, bis der sein Angebot angenommen hat. Wenn du nach ihm suchst, sei vorsichtig. Hier also direkt zur Wagner-Gruppe oder zu Dillendemann, dann gibt die Arsch. Recken, als ich die Hände zu machen. Daran kann nicht mal Madames Brosche was ändern. Verstanden. Ey, wie ist hier heute? Besten Kommentare nehmen will. Wir sollten eigentlich erst nächsten Monat neue Träger bekommen. Ja, bitte. Was willst du, Träger? Alles gut. Wo ist dein Herr? Dill ist freigesprochen. Du legst es wohl darauf an, was? Ich wurde aus Nordstedt geschickt. Auf Geheiß von Madame. Der Name sagt dir was? Wie? Aber selbstverständlich doch. Ich bin Madame treu ergeben. Ich auch. Und Bro. Wie kann ich ihr zu Diensten sein? Wir hoffen, dass sie uns zu Dienst ist, deswegen. Ich habe mit einem Soldaten gesehen. Er hatte eine Narbe über dem Auge. Ja,
Ja, das stimmt. Er hatte einen Kamm und meinte, es sei eine Antiquität. Er wollte ihn bei mir gegen einen neuen tauschen. Aber so alt das Ding auch war, eine Antiquität war das mit Sicherheit nicht, wie ich ihm auch gesagt habe. Allerdings hat er das nicht akzeptiert und wollte mich mit Geschrei einschüchtern, wirklich hartnäckig und stur. Ich habe nicht nachgegeben. Und als er endlich heiser wurde, hat er schließlich einen neuen Kamm von mir gekauft, wenn auch nur einen billigen. Weißt du, wohin er danach gegangen ist? Nach einem Geschäft ist normalerweise niemand mehr am Plaudern mit mir interessiert. Dieser Mann schon, zu meinem Erstaunen. Er wollte zu den Ruinen, nicht weit von hier. Vielen Dank. Dafür doch nicht. Ich würde alles... Madame tun, alles. Ja, ich würde mal. Sie hat auch mehr Cash, als ich nach Arsch, ich meine nach Arbeit. Dir weitergeholfen habe, ja? Bitte, mein Freund. Komm, Bro, wie gesprächig der Soldat nach dem Handel war. Für deine Info gibt er gern Geld. Die gute Informationen sind viel Geld. Der perfekte Ort für seinen Plan, um seiner geliebten Herzensdame einen Heiratsantrag zu machen. Nee, mach keinen Heiratsantrag. Bitte nee. Bitte nee. Bro. Nee. Wir müssen ihn warnen. Mach keinen Antrag. Bro, komm zurück. Mach das nicht. Nee. Tu es nicht. Schnell. Jetzt muss man ganz schnell. Los, hau den Turbo-Modus rein. Jetzt ja. Siehst du auch den Tod hier? Ich eröffne einen FKK-Wald und nenne ihn Schniedelwurf. Die sind eine Gefahr für die Dorfbewohner. Zeig sie ihm, Große! Mit das Maus! Schniedelwitz, du hast dir dein Schniedelwitz. Ach, Oma. Hochzeiten durch Clinch, man guckt so wie sich zwei abschlabbern und frisst Kuchen, bis man kotzt im Meerkuchen zu fressen und nachts bunzt das Brautpaar die ganze Stadt zusammen. Was, Hochzeiten so cringe, man guckt wie sich zwei abschlabbern und frisst Kuchen, bis man kotzt im Meerkuchen zu fressen und nachts bumst das Brautpaar die ganze Stadt zusammen. Ach, nachts wird gar nicht gebumst, Mann. War eine Hochzeit. Glaub mir, wird nicht. Bin mal kurz in der Küche und hol mir eine warme Milch. Ja, hol dir eine warme Milch, Bro. Das tut so. ABC. Ein Mann und eine Frau. Glaub mir. Da wird nie gefickt in der Hochzeitsnacht. Das ist. Kann ich aus mehreren Quellen sogar mittlerweile sagen. Die Wölfe waren offenbar hungrig. Doch diese Wunden sind trocken. Du bist es also. Tatjen. Tatjen, sagst du? Dann ist der Tote neben ihr wohl Yannick. Die Frau, die er jede Nacht besucht hat. Er meinte, sie heißt Tatjen. Du. Bist du mir gefolgt? Warum sollte ich das? Oder hast du irgendwas verbrochen? Nein, ich sollte Yannick finden. Und wie es aussieht, hab ich das. Und ich habe meine Vermisste gefunden. Es war die Eifersucht. Der Gedanke, dass da noch andere waren, hat ihn krank gemacht. Eines Abends trug sie einen Kamm im Haar. Yannick dachte, der wäre von einem anderen. Uns hat er gesagt, dass er den Mann finden und töten will. Wir haben ihn wie immer nicht ernst genommen, aber dann ist er nach Mur aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Der Kamm in ihrem Haar. Er war ein Geschenk von Madame.
Hätte Yannick doch bloß gefragt. Dann würde er nicht hier draußen verrotten. Ich glaube, er hatte etwas Größeres vor. Er hat dir den Kamm gestohlen und dir einen neuen gekauft. Einen Antrag vielleicht. Was? Ein Antrag? Anna! In Rotstedt leben? Desertieren konnte er ja wohl schlecht. Richte Madame mein Beileid aus. Wenn unsere Männer Yannicks Leiche abholen, sehe ich zu, dass sie Tatjen zum Schleier bringen. Willst du wohl einen Antrag machen, jetzt sind sie beide tot. Die Sache lässt sich nicht vertuschen. Also müssen wir versuchen, Madame versöhnlich zu stimmen. Da fällt mir ein, ich habe sie gerade in Moor gesehen. Erklärst du ihr alles? Ich halte mich da lieber raus. Ich muss es Isabel sagen. Vielleicht hilft der Kamm ihr wenigstens dabei, Abschied zu nehmen. Sowas. Ach, ABC, Bro, das sollte man nicht so sein. Also ich habe das früher auch schon mal bei jungen Damen erlebt, dass da schon mal was an der Spitze hängen geblieben ist, aber das Risiko gehst du ja selber auch mit ein, wenn du da mal und so, du weißt, das sollte man aber erstmal nicht so sein, bin ich der Meinung. Das sollte man echt nicht so sein. Sonst benutzt einfach das weit geöffnete Loch, das was immer feucht ist, wo der, ja, wir sollten eigentlich erst was gefühlt jede gibt halt. Ja. Benutze einfach das nicht besondere Loch und dann gehst du solchen Sachen eventuell aus dem Weg. Aber es ist halt immer Standardprogramm. Ne? Das weiß ich, aber es ist vertraulich. Du hast Moor also überlebt. Deine Gefährten sind in der Zwischenzeit eingetroffen. Sie warten an der kleinen Kapelle oben auf dem Hügel auf dich. Danke, aber habt ihr nur dafür den Weg auf euch genommen? Ich wäre ohnehin zu euch gekommen. Dann hast du sie gefunden? Das, was ABC hier drüben schreibt im Chat. Ja, ich hoffe, ihr wart schnell genug. Mit auch schon blöde Spiele. Oh nee, blöde Spiele mag ich tatsächlich gar nicht. Meine arme Tatjana. Dass ein Mann mit Leib und Seele einer Kurtisane verfällt, ist nicht selten. Er ist recht nicht, wenn er jung und fern von seiner Heimat ist. Doch ein gutes Ende nehmen diese Geschichten nie. Der Kamm lag neben Tatjana. Sicher wollt ihr ihn zurück. Ich danke dir, Clive. Ich werde ihn ihr bei der Bestattung beilegen. Ich muss los. Nein, ich muss so los, Bro. Ich habe noch etwas für dich. Ein Zeichen meines Danks. Zeichen deines Danks. Ja. Kehren auch befehlshabende Offiziere der kaiserlichen Armee regelmäßig ein. Ich will aber keinen Offizier. Lockert sich die Zunge im Laufe der Nacht. Die Legionen bereiten sich auf eine Milch Marsch Richtung Süden vor. Otto hat auch schon davon gesprochen. Ach. Sagte Otto auch, dass es um alle Legionen geht? Es handelt sich um kein Gefecht. Ich vermute, dass der Kaiser vorhat, die Hauptstadt aufzugeben. Aber was weiß eine Frau wie ich schon von Politik? Leb wohl, Clive. Ja auch. Danke, Isabel.
Nee, Nilepol. Sid wartet mit dem Mädchen oben auf dem Hügel. Vielleicht nutzt er ja die Gelegenheit, um an der Kapelle dort seine Sünden zu beichten. Oder neue Sünden zu begehen. Sid wartet mit dem Mädchen oben auf dem Hügel. Will dich aber jetzt nicht verlassen. Vielleicht nutzt er ja die Gelegenheit, um an der Kapelle dort seine Sünden zu beichten. Ich habe alles für dich getan. Warum schickst du mich weg? Kaufen, verkaufen oder verschwinden. Verstanden? Wenn du meinst. Wir sollten eigentlich erst nächsten Monat neue Träger bekommen. Zwischendurch immer mal speichern, das vergesse ich nämlich gar nicht mehr. Das Melken dauert halt Teddy, Alter. Jonas, es wurde gerade darüber geredet, ob du dich selber gemolken hast. ABC und Teddy waren am Grübel wegen der Milch. Bin ich zu spät? Gerade rechtzeitig. Drin ist es leider schlimmer als gedacht. Truppen so weit das Auge reicht. Und wer klopft an? Der flüchtige Überläufer. Katniss, genau deshalb nehmen wir die Hintertür. Sid hat vorgeschlagen, dass wir die Hintertür nehmen. So ein kleiner Schlummerfinger. Nee, das ist frisch im Mund. Was für der. Das nebenan ist doch keine Gilf. Hast du nicht gesagt, dass eine Milf die neben dir wohnt? Die Lusthöfe. Habt ihr das auch gelesen? Das habt ihr auch gelesen, oder? Du hast dann gerade die Lusthöfe. Das sieht doch aus wie die Lusthöfe. Die andere ist eine Gilf? Okay. Oh, Katniss at Bestien. Was sagt ihr denn? Nirgends ist man so ungestört wie in einem Bordell. Bordell. Ach ja? Ich fühle mich beobachtet. Und jetzt? Wie geht es weiter? Wir nehmen das Kristalltor. Gleich nach Sonnenuntergang. Werden dort nicht die Splitter verladen? Das ist einer der schwerstbewachten Orte in Sanbrek. Du bist informiert, doch nicht ganz. Es gibt dort eine Abkürzung direkt zum Kern. Eine Abkürzung. Interessant, dass ein flüchtiger Dominus an solche Informationen kommt. Nun, vielleicht habe ich den Weg schon einmal ausprobiert. Und vielleicht musste ich da abhauen, weil Bahamut mich entdeckt hat. Schnee von gestern. Sid, falls das mit den Mutterkristallen wirklich stimmt... Falls? Das trifft mich, Jill.
Was ich sagen will, ist... Ja, die Unibus falls kann die da oben Grund alle davon wissen, warum tut dann niemand etwas dagegen? Wie du vielleicht weißt, sorgen die gottesfürchtigen Menschen hier und ihre frommen Führer sich nur um eins, sich selbst. Die gottesfürchtigen Menschen und sie werden alles tun, um an der Macht zu bleiben. Der Rest ist ihnen vollkommen egal. Genau, ist doch fast sobald wie heutzutage. Sobald man seine Stimme gegen sie erhebt, ist man geächtet. Ab in die Kerker und auf nimmer Wiedersehen. Geächtet. Wer die Kristalle in der Hand hat, beherrscht die Welt. Aber wir können auch ohne sie Magie wirken. Für unsere Herrscher sind wir die idealsten Werkzeuge. Und die gefährlichsten. Aber was gibt ihnen das Recht, uns so zu behandeln? Uns auszubeuten und dem Tod zu überlassen? ABC, erkennst du diesen Grundstück? Zerbrochener Krug. Was denkst du? Wir bedeuten ihn überhaupt nichts. Das ist sittkühlig, der Typ ist nein, so dumm. Wir können mit Worten nichts erreichen. Ich hab's versucht. Man stößt auf taube Ohren. Die Welt will uns nicht zuhören. Ja, das war damals also Schluss schon so. Mit Reden. Und wenn man uns keine Stimme gibt, verschaffen wir uns anders Gehör. Ihr könnt mir nicht verübeln, dass ich dem ein Ende setzen will, oder? Ich nicht. Aber du wirst vielen Menschen das Leben zerstören. Für sie bist du dann auch ein Geächteter. Sid, der Geächtete. Oh, gefällt mir. Willst du das nicht ein bisschen ernster nehmen, Sid? Ach, sei doch nicht so, Jill. Gönn mir wenigstens einen richtigen Titel. Wenn man sich dafür an mich erinnert, spiele ich doch gern den Bösewicht. Alter, den Spruch müssen wir merken. Killer. Aber erst haben wir noch einiges vor. Einmal drin gibt es kein Zurück. Also macht euch bereit. Die Welt rettet sich nicht selbst. So, Freunde, ich glaube, jetzt werden wir erstmal die Nebenmission hier abgrasen. Hoffen natürlich, dass wir Eintritt zum Schleier bekommen. Ne? Heiße Ware. Die Mission klingt schon so wie. Jetzt könnten die Nebenmissionen interessant werden, sag ich mal so. Aber das werdet ihr auf YouTube nicht sehen. Da müsst ihr live im Stream einschalten. Deswegen Link in der Videobeschreibung. Rex Gaming, Twitch. Jalla, rein da. Anna! Bis zum nächsten Mal. Peace, peace. Euer Max.